Ach, und bevor ich jetzt weiterspreche, muss ich Sie natürlich bitten, einmal vor allem zu schauen. Schauen Sie sich mal dieses wunderschöne Kleid an. Ja, das Kleid ist natürlich sehr schön. Oh. Ich freue mich sehr, es tragen zu dürfen. Stefanie Stumpf ist bei mir. Sie haben sie natürlich erkannt. Es ist ja eigentlich auch deine Zeit jetzt, Riverboat. Ne? Normalerweise seid ihr gerade jetzt dran. Heute haben wir uns in Schale geschmissen. Ja. Wie lange brauchst du, um dich für so einen Abend fertig zu machen? Das sieht aus, als bist du so vom Himmel gestiegen. Aber wir Frauen wissen ja, ganz so schnell geht's nicht. Ich würde mal sagen, das Gesicht restaurieren und die Haare so ein bisschen eine Stunde und das Kleid geht ganz schnell, wenn man Hilfe hat. Wenn man Hilfe hat. Du bist heute Abend nicht alleine hier, dein Papa ist natürlich da. Wir haben vorhin schon... Mit meinem Bruder bin ich hier. Auch noch? Und den Papa ignorierst du? Mit meinem Bruder bin ich da und mit Freunden bin ich noch da. Und mein Papa ignoriert natürlich nicht. Wir saßen ja jetzt 2,5 Stunden nebeneinander und wir werden sicherlich auch noch das ein oder andere Gläschen zusammen trinken. Es ist unglaublich. Wir haben vorhin gesehen, als er vorgefahren ist, wie der Theaterplatz gejubelt hat. Also alle lieben natürlich deinen Papa. Wir freuen uns natürlich sehr über die ganze Familie Stumpf. Ist es so ein bisschen tatsächlich eine Art Klassentreffen, Familientreffen? Du kennst hier wahrscheinlich so ziemlich jeden, der hier aufläuft, oder? Nee, also das ein oder andere Gesicht, was eingeladen wurde, kannte ich jetzt auch noch nicht. Aber meine Mama weiß dann Bescheid. Die ist bei uns in der Familie dafür zuständig, uns zu sagen, wer hier wer ist. Und alle anderen, die Dresdner, kenne ich natürlich. Klar, meine Heimat. Sehr schön. Wird noch getanzt heute Abend mit dem Bruder oder darf man dich als Mann auch auffordern? Ach, ich bin eher so Freelance. Ich bin froh, wenn ich nicht aufgefordert werde. Du bist froh, wenn du nicht aufgefordert wirst? Ich verstehe. Ja. Na gut, dann gucken wir mal, ob Lars vielleicht jemanden an seiner Seite hat, der also ein Lars, bisschen... Lars, mache ich eine Ausnahme. Das könnten wir machen. Also Lars, mache ich eine Ausnahme. Wenn er das hört. Wir gucken mal, ob der jemand anderes Tanzwütiges an der Seite hat.